Hallo Liebe, wir sind Movies gemeint und willkommen zu einer neuen Kritik. Ihr fragt euch bestimmt, warum ich die Mütze anhab. Das liegt daran, dass Marius und ich eben den neuen Creed-Film, den neuen Eintrag im Rocky-Franchise gesehen haben und ob wir so motiviert waren, dass wir danach deswegen die Mütze noch eine Runde laufen gehen, das erfahrt ihr jetzt gleich von uns. Viel Spaß! Wir sind Movies! Bevor man über so einen Film wie Creed, Rocky's Legacy redet, muss man, der Name sagt es schon, natürlich über gewisse andere Filme reden. Und als Mensch, der im Internet über Filme redet, muss man dann natürlich auch sagen, wie man zum bisherigen Franchise steht. Ich bin ganz ehrlich und sage, dass ich bis vor 2 Tagen überhaupt nicht zum Franchise gestanden habe. Nicht mal gesessen habe ich. Ich habe mir nämlich die letzten 2 Tage die ersten 3 Rocky-Filme angeguckt. Die anderen 3, die jetzt noch ausstehen, habe ich noch nicht gesehen. Die 3, die ich gesehen habe, gefielen mir alle. Der erste ist irgendwie outstanding, das habe sogar ich gemerkt. So. Obwohl er alt ist, funktioniert er und ist toll und es ist ein super Drama und das funktioniert. Und auch der 2. und der 3., die fand ich gut, konnte denen also was abgewinnen. Kommen wir aber jetzt zu Creed. Muss ich sagen, gut, dass ich die Filme noch geguckt habe, denn das ist so das Erste, was mir wirklich aufgefallen ist. Und da muss ich, sorry, es tut mir leid, falls sich da Leute genervt fühlen, dass ich immer mit meinen Star Wars-Referenzen komme. Aber ich habe mich bei dem Film so ein bisschen an Star Wars erinnert gefühlt. Nicht, weil Creed im Weltraum spielt, keine Angst, sondern ganz einfach, weil man hier in Creed auch merkt, wie es bei Star Wars Episode 7 der Fall war, dass es ein absolutes Fanprojekt ist. Auf den Film habe ich schon sehr lange gewartet, aus mehreren Gründen. Einmal bin ich ein riesiger Rocky-Fan, ich mag das Rocky-Franchise, habe alle Filme geguckt, teilweise sogar mehrmals. Mir hat die Aufsteiger-Story rund um Sylvester Stallone, die ja auch im richtigen Leben irgendwie dadurch seinen Anfang nahm, hat mir sehr gefallen. Und auf der anderen Seite natürlich der Regisseur, der jetzt für den neuen Teil, nämlich Creed, an Bord ist. Das ist Ryan Coogler, den einige vielleicht aus dem Indie-Hit Fruitvale Station kennen oder auf Deutsch nächster halt Fruitvale Station. Da spielt auch Michael B. Jordan mit, der jetzt auch in Creed die Hauptrolle übernimmt. Und den Film, also Fruitvale Station, fand ich damals so großartig, weil Ryan Coogler ein sehr junger Regisseur ist, der es aber dennoch geschafft hat, ganz erwachsen mit sozialkritischen Themen umzugehen. Das nur als Randnotiz, denn das spielt auch bei Creed eine Rolle. Zumindest für meine Rezeption von dem Film. Denn ich fand es schon interessant, dass Ryan Coogler dann erstmal einen neuen Protagonisten rausgesucht hat, der auch schwarz ist. Das spielt im Film jetzt gar nicht so eine große Rolle, wie ich erwartet habe. Und ich habe auch eigentlich gedacht, dass er vielleicht in den Film diesen sozialkritischen Ton, vielleicht auch ein bisschen die Rassenthematik, die er in Fruitvale Station drin hatte, da sogar überträgt, also dass er sehr politisches Rocky-Kino macht, dass es nicht passiert. Und im Endeffekt, nachdem ich den Film gesehen habe, bin ich sogar dankbar dafür, weil man sich dann auch fragen muss, ob das überhaupt Sinn in einem Rocky-Film gemacht hat. Der Regisseur Ryan Coogler, dessen erster Film habe ich mir vor einem halben Jahr oder so mal angeguckt, fand den auch durchaus toll und kann jetzt aber schon so weit vorbrechen, dass ich sage, das, was er mit Creed gemacht hat, übertrifft das aber um Weiten, meiner Meinung nach. Denn Creed ist zuallererst mal natürlich ein Sportlerdrama, ein Boxerfilm, wenn man es jetzt so ganz oberflächlich halten will. Aber was mir eigentlich an dem Film am allerbesten gefallen hat, ist, dass es irgendwie so eine Identitätsfindung ist. In gewisser Weise so, wie es schon der erste war, aber irgendwie wird das genug abgewandelt, auch wieder wie meiner Meinung nach bei Star Wars Episode 7, sodass es eine eigene Identität entwickeln kann. Und das ist eben schon so ein bisschen Meta, weil der Film eben eine Identitätsfindung und Charakterentwicklung an sich von, wie heißt er? Er heißt nämlich nicht Creed Johnson, heißt er Adonis Johnson, so ist, gespielt von Michael B. Jordan. Und das ist irgendwie das Tolle, dass es eben nicht nur, ich glaube, ja klar, das war bei den Rocky-Filmen schon immer so, es ging nicht nur ums Boxen, vor allem nicht in den ersten 3, die ich jetzt gesehen habe, sondern es war immer noch ein bisschen mehr. Und genau das macht Ryan Coogler irgendwie zum Herzstück seines Films und das ist genau der richtige Weg, den er da macht. Und man sieht eben, dass da so viel Herzblut drin steckt in diesem Film und das ist auch schon wieder sowas, wo ich sage, ein Film hat bei mir immer irgendwie einen Pluspunkt, wenn man merkt, wie viel Liebe da drin steckt. Und bei Creed, Gottverdammt nochmal, habe ich in jeder verdammten Sekunde gemerkt, dass da unendlich viel Liebe drin steckt. Stattdessen hat er die Stimmung, sage ich mal, die er in Fruitvale Station aufgebaut hat, rein abseits von den Themen, die hat er in den neuen Rocky übernommen und praktisch so ein
so eine Zusammenführung gemacht aus klassischen Rocky-Tugenden, dieser Aufsteiger-Story, die natürlich diesmal ein bisschen variiert wird, weil Adonis Creed ist ja praktisch schon ein Sohn aus gutem Hause und nicht mehr diese Tellerwäscher-Story. Aber ja, er bringt da trotzdem dieses Ich bin Nobody, gerade weil ich einen großen Namen habe und ich will mir den Namen erarbeiten. Das bringt er zusammen mit einer sehr locker flockigen Inszenierung. Also es wirkt alles nicht mehr so ganz hochgestochen wie bei alten Rocky-Filmen, wo es doch dann sehr schnell ins Klischeehafte abdriftete, was damals auch cool war. Aber von Ryan Coogler hatte ich mir auch erwartet, dass er da einen anderen Ton anschlägt. Es ist diesmal ein bisschen mehr improvisiert, ist das falsche Wort, aber es wirkt alles ein bisschen freier erzählt. Es wirkt ein bisschen geerdeter, ein bisschen aus dem Leben gegriffen. Und abseits davon merkt man auch inszenatorisch, dass Ryan Coogler einen anderen Stil verfolgt als jetzt zum Beispiel in den vorgegangenen Rocky-Teilen. Er hat ja auch am Drehbuch mitgeschrieben, Sylvester Stallone war das erste Mal nicht in dieser Hinsicht beteiligt, sondern hat nur produziert. Und ja, das merkt man, wie gesagt, nicht nur inhaltlich, sondern auch inszenatorisch. Viele Shots oder auch Plansequenzen, die der Film hat, die hat man in früheren Rocky-Teilen und wenn man dann schon Richtung Teil 4 und Teil 5 geht, denen ich an sich immer noch was abgewinnen kann, aber die hatten, sage ich mal, nicht mehr so den ganz großen Esprit der Regisseure. Der ist hier bei Ryan Coogler nochmal wirklich zu spüren. Und ich sage den Namen wirklich oft, weil ich auch wirklich das Gefühl habe, dass das hier ist vor allem ein Film mit Sylvester Stallone und nicht mehr von Sylvester Stallone, was überhaupt nicht schlecht gemeint ist. Denn dadurch, das sieht man jetzt auch an den Rezeptionen von anderen Kritikern, dadurch, dass Sylvester Stallone mal ganz seine Figur Rocky Balboa sein kann und auch nur in einer Nebenrolle auftritt, scheint er nochmal ganz neue Facetten an seiner Figur rauszuarbeiten. Von der Inszenierung bis hin zu Charakteren, mit denen aus den alten Filmen, wie mit denen umgegangen wird, allen voran natürlich Rocky himself. Es ist jetzt kein Geheimnis mehr, dass Sylvester Stallone wohl ganz gut in dem Film ist. Ich habe so nach dem Golden Globe für Stallone, über den ich mich mega gefreut habe, mich aber trotzdem so ein bisschen gefragt, was rechtfertigt das jetzt? Ich habe Stallone noch nie so als den Mega-Schauspieler gesehen. Auch in den Rocky-Filmen fand ich den halt, ja, er war halt ein Schauspieler so, auch wenn er damals schon für einen Oscar nominiert war. Aber ich muss mich revidieren in Anführungsstrichen und sagen, wow, was der da abliefert, ist schon von einem anderen Rocky-Stern. Und da sind wir doch wieder bei Star Wars. Ich kann mich natürlich, wie gesagt, immer weiterhin nur auf die ersten drei Filme beziehen. War es dann auch immer so, dass die Rocky-Filme ja eine Metapher für die Karriere von Sylvester Stallone waren. Und hier geht man aber irgendwie einen Schritt weiter und spinnt so die Karriere und das Leben von Stallone an sich so ein bisschen weiter und schaut so in die Zukunft und was passiert, wie könnte es weitergehen und wie Sylvester Stallone quasi sein eigenes Ich in der Zukunft spielt, ist einfach toll. Und ich würde dem wirklich, ohne jetzt zu wissen, wer noch nominiert ist, rein aus dem Herzen einen Oscar unglaublich viel gönnen. Natürlich Michael B. Jordan als Hauptdarsteller, den man in den bisherigen Filmen vielleicht noch nicht so den toughen Kerl abgekauft hat, der sich von unten hochkämpft oder für irgendeine Sache kämpft. Der war vorher halt immer noch so ein bisschen bubihaft unterwegs und vielleicht etwas zu good-looking für so eine Rolle. Aber Michael B. Jordan erfüllt den Hauptpart wirklich grandios und weist auch viele Parallelen zu dem jungen Sylvester Stallone auf. Und ja, ich habe auch schon gemeint, wenn Michael B. Jordan noch ein bisschen bekannter wäre oder vielleicht in einer anderen Schauspielgeneration, hätte es dafür bestimmt auch eine Oscar-Nominierung geben können, wie einst Sylvester Stallone damals für den ersten Rocky. Denn vom Typus her und von der Spielweise sind die Rollen halt identisch. Ansonsten, sehr erwähnenswert noch und als Einzelmerkmal rauszustellen ist der Soundtrack, der sich wohlwollend und dem Grundtenor des Films anpassend an Hip-Hop, also an der Hip-Hop-Musik orientiert und teilweise solche Fanfaren, die man aus klassischen Rocky-Melodien kennt, einbaut und natürlich für Fans auch musikalische Referenzen in ganz klassischer Form bietet. Aber der Soundtrack an sich, also alles, was neu dazu komponiert wurde, hat mir wunderbar gefallen, sehr passend. Und wo ich schon beim Thema Referenzen bin, das soll auch nicht unerwähnt bleiben, für Fans, ohne dass ich Fanservice jetzt hier irgendwie negativ darstellen sollte, sondern ganz im Gegenteil, für Fans ist dieser Rocky-Film wirklich eine Wundertüte. Man merkt einfach, das ganze Team hat sich sehr mit dem Franchise auseinandergesetzt, wahrscheinlich weil Sylvester Stallone auch beratend zur Seite stand. Man hat auf jeden Fall viele Events aus vergangenen Filmen oder allgemein Referenzen zu Figuren eingebaut, die ganz, ganz viele Leute in Verzücken versetzen werden, die schon seit Jahrzehnten bei dem Franchise dabei sind. Und
das fügt sich auch alles homogen zusammen, weil die Geschichte basiert ja oder die baut ja regelrecht auf den vergangenen Ereignissen auf, anstatt dass es jetzt eine komplett losgelöste Geschichte wäre, wo ich einfach ein paar Fan-Referenzen einbaue. Ich habe irgendwann vergessen aufzupassen, aber ich glaube, es ist ein ganzer Kampf fast in einer Plansequenz inszeniert, was total irre ist, und sollte es nicht so sein, ist er trotzdem richtig geil inszeniert. Der Film ist unglaublich, und das hätte ich auch nicht gedacht, bevor ich in den Film bin, unglaublich emotional. Ich habe teilweise minutenlang im Kino gesessen und so ein Kloß im Hals gehabt, dass ich wirklich Angst hatte, obwohl Angst, ja, Max sitzt neben mir, so ein harter Mann so, und da hat man immer ein bisschen Angst, dann ein Tränchen zu verdrücken. Die Charaktere im Film sind toll, es gibt immer wieder Reibereien mit sich selbst vor allem, und das wird auch in einer Sequenz von Sylvester Stallone bzw. Rocky natürlich klar gemacht, und das ist auch so ein bisschen ein Spiegelbild, vielleicht wird manche verstehen, wenn sie den Film gesehen haben, auf den ganzen Film, denn es geht vor allem darum, mit sich selbst auszukommen. Es ist irgendwie, wie gesagt, eine Identitätsfindung, eine Identitätskrise, und der Film hat auch nicht wirklich so einen Antagonisten, was er auch überhaupt nicht braucht. Ist gut, dass er das dann nicht wie in den anderen Rocky-Filmen gemacht haben und den letztlichen Gegner dann noch groß aufgebaut haben. Das braucht der Film nicht, das macht er auch nicht, das ist super. Das Einzige, was ich vielleicht zu kritisieren habe, ist, dass er in manchen Momenten ein bisschen zu cheesy ist, vor allem gegen Ende dann, wenn es dann nochmal so Flashbacks gibt. Das nur mal als kurze Randnotiz, das war vielleicht ein bisschen zu in your face. Ich muss es einfach nochmal sagen, die Leistung vom gesamten Team, gerade auf der Schauspielerseite und wahrscheinlich auch bei den Kampfchoreografien, und da gibt es ja so viel, die kann ich gar nicht hoch genug rausheben, und vor allem Ryan Coogler, der ist jetzt, glaube ich, 29 Jahre alt, also noch ein ganz junger Regisseur. Der hatte damals, als er auf dem College, auf der Schule, wo er war, dieses Regiestudium absolviert hat, war es, glaube ich, hat er 3 Projekte im Sinn gehabt. Davon war eins schon dieses Creed, also das war schon ganz lange in seinem Kopf. Dass er das jetzt realisiert hat, das ist nicht irgendein Fanboy-Traum, den man sich da erfüllt hat, sondern der Mann hat ganz genau gewusst, was ist aus der Geschichte noch rauszuholen, was kann ich erzählen, was muss ich erzählen, hat dann Sylvester Stallone über Jahre überzeugt, dass er da doch nochmal einsteigt, hat sich dann überreden lassen, hat also im Endeffekt mit viel Überzeugungsarbeit alles richtig gemacht bis zum Film, und jetzt, wo der Film fertig da ist und ich ihn gesehen habe, muss ich sagen, er hat auch im Film alles richtig gemacht, er hat für Fans und für Neuankömmlinge einen unglaublich unterhaltsamen Boxfilm erschaffen, der ganz bewusst alte Tugenden mit dem Inszenierungsstil von Ryan Coogler vermischt, dazu auch in den Boxszenen viele Vorbilder aus den vergangenen Jahren aufgreift, wie zum Beispiel The Fighter von David O. Russell, und diese dann immer wieder mit der klassischen Rocky-Form, die immer ein bisschen over the top ist, verknüpft. Und dafür muss ich... Also ich habe eigentlich keine Kritik an dem Film und kann nur loben und möchte es damit jetzt auch dabei belassen. Ich habe sowieso schon zu viel durcheinander geredet und zu viel durcheinander gelobt. Von mir gibt es eine ganz klare Empfehlung für den Kinogang. Eine Wertung von 10 von 10 tatsächlich. Ich habe lange überlegt, ob ich 9 von 10 gebe. Aber dann habe ich mir gedacht, nicht wie bei Mad Max, dass ich mich später ärgere, dass ich nicht noch einen hochgegangen bin. Diesmal gehe ich das Risiko und gebe die volle Punktzahl. Das ist einfach ein großartiger, sehr emotionaler, toll inszenierter, super geschriebener, toll geschauspielerter Film ist. Ey, wie viele Komplimente waren das jetzt im einen Satz? Ich gebe dem Film letztlich 9 von 10 Punkte und bin sogar fast geneigt zu sagen, wenn ich mir den nochmal angucke, könnte es 10 von 10 sein. Und bin sogar fast geneigt zu sagen, obwohl ich nicht so der Fan davon bin, schon gar nicht im Januar, aber der hat eine Platzierung in der Jahrestop 10 ziemlich weit oben, ziemlich sicher. Ich hoffe, euch hat die Kritik von uns gefallen. Ich ziehe die Mütze nochmal aus, denn ihr wisst ja, Film und Realität sind häufig nicht dasselbe, und wir faulen Hunde bleiben wahrscheinlich doch daheim, obwohl uns der Film richtig gut gefallen hat. Wenn ihr noch mehr tiefenanalytische Bemerkungen zu dem Creed-Film, zu dem neuen Rocky-Franchise-Eintrag haben möchtet, dann verweise ich euch auf die Seite wirsindmovies.com, wo es auch eine Kritik dazu gibt, wo ich das, was mit meinem schludrigen Mund ich nicht in Worte fassen kann, vielleicht da nochmal auf Papier bannen kann. Ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Tag, während ihr uns abonniert, wo auch immer, bei Facebook liked und so weiter. Tschüss. Mehr gibt's nicht zu sagen.